und jetzt kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr seht schon, wir haben was Kleines auf dem Balkonboden von uns aufgebaut. Wir wollen heute Seifenblasen machen und die Idee dazu hatte mein kleiner Bruder. Sag mal Hallo. Hallo. Und jetzt zeig uns mal, was wir hier alles aufgebaut haben. Also wir haben hier Wasser, Seife, und dann haben wir so einen Löffel. Und das kann man für die Seifenblasen, wenn ihr das am Ende schaffen. Und falls ihr das überall hier zu viel und dort zu viel drin ist, haben wir hier noch das und noch eine Spritze. Damit spritzen wir dann die Seife gleich ins Wasser. Gut, dann erklär uns jetzt mal, was wir tun müssen. Also, Gehen wir ein bisschen hier hin, vielleicht. Die an die Seite. Warte, gib mal ganz kurz. Kannst du aussprechen? Mhm. Also muss ich die jetzt also hier ganz von, voll? Ganz voll? Ja. Ihr könnt es natürlich mitmachen zu Hause, falls ihr auch so ein Set habt. Es muss ja nicht genau dasselbe sein, aber ihr könnt ja mal probieren mitzumachen. Okay. Ganz voll und dann? Dann kann ich das hier ins Wasser machen. Mhm. Sieht doch ganz schön nach Meerwasser aus. Ja, so. Seit Seife. So. Und jetzt kann man es verrühren mit dem. Gut, dann mach das mal. Ich hab doch keinen Fisch gemacht. Und jetzt haben wir ein bisschen Seife. Hier kommt, sieht man auch schon. Nee, war ein bisschen lauter vielleicht. Also so wie ich ungefähr. Und das hat man gesehen, da ist noch zu wenig Seife drin. Deswegen also, noch mehr. Wieder ja. Ganz voll. Ja. Das ist ganz schön anstrengend. Ja. Und das kommt wieder alles da rein. Ja. Und wieder rühren. Und jetzt sieht man schon, hier hat sich so Schaummasse. Ich glaube, das muss alles oben voll sein. Mit Schaum. Chris. Ja? Ich kann auch mal aufspringen, oder? Darf ich mal aufspringen? Was? Darf ich auch aufspringen? Ja. Bitteschön. Dann rühre ich mal. Und das müssen wir jetzt immer weiter rühren, bis hier alles wirklich oben voll ist. Und da sehen wir schon, wir haben so eine Blase. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da ist so eine kleine Wand hier, die ich zerdrücken kann. Und dann sieht man hier auch, mein Finger ist ein bisschen nass. Keine Sorge, das ist nur die Seife. Gut. Hilfe. Okay, ich glaube, das reicht. Wir können jetzt mal probieren und wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Ja? So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon fertig mit dem Rühren. Jetzt müssen wir das alles... Da haben wir auch noch die ganze Seife reingemacht. Hier sieht man gar nichts mehr. Okay. Doch, ein Ticken vielleicht, aber einfach so viel wie möglich da rein. Und jetzt ist hier auch schon ganz schön seifig da drin. Jetzt können wir das hier benutzen. Das sieht aber auch so aus. Wie mehr, was habe ich auch schon gesagt. Aber es ist ja nur Seife. Transportieren. Ich kann auch noch Kaffee. Mach du. Und das könnt ihr natürlich mit mehreren Behältern machen. Also auf jeden Fall, das ist jetzt einer. Für uns als Test. Ich mache hier ein bisschen. Noch ein bisschen. Und so. Dann mache ich hier noch ein kleines bisschen. Gut. Dann können wir es jetzt auch mal probieren. So, nicht mit dem. So. Also. Jetzt der große ultimative Test, funktioniert dieses Seifenblasen. Also machst mal hier rein, da ist mehr Platz. Und jetzt wieder raus. Und jetzt pusten. Und es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert, hier kann man es an meiner Hand sehen. Es ist zerplatzt, leider. Man hat es nicht genau gesehen, wir machen es nochmal. Oh, und zwei da. Sogar. Und jetzt schnell hier. Oh, hier ist so eine wunderschöne Blase. Und da nochmal eine. Also es funktioniert, Leute. Hier auch klappt. Okay, mal sehen. Und es funktioniert. Oh. Und es sind sogar welche auf meiner Hand geblieben. Also Leute, ihr seht. Mal sehen, ob es hier auch geht. Ob es hier auch geht. Das wollen wir jetzt auch nochmal testen. Ah. Leute. Und hier ist es noch. Also auf jeden Fall funktioniert es. Ihr könnt das auf jeden Fall zu Hause auch probieren und... Sollen wir es mit den Worten beenden, Alex, das Video? Gleich. Gleich noch ein? Also probiert es auf jeden Fall auch aus. Das macht vielleicht richtig Spaß. Ja, Alex? Und? Oh, Leute. Jetzt seht ihr es mal so richtig. Es funktioniert. Und ich bin jetzt mal gespannt. Bleibt.
Ja, okay, sollen wir es enden? Ja, wir enden. Ja, ich würde dann sagen, wie immer, so Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, teilt das Video und läutet die Glocke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.